So, ihr Lumpis da draußen, weiter geht's mit Factorio. So, ich habe ein bisschen offscreen weitergemacht und zwar habe ich die Schmieden verbessert, beziehungsweise die Schmelzen, und zwar hier die Goldschmelze, weil wir das Gold nachher brauchen werden, um die neuen Commercial AE Implementation Teile zu machen. Und dazu brauchen wir hier Gilded Copper Wire und das, dazu brauchen wir Gold und das stellen wir hier her, nee, warte mal, hier, genau. So will ich das herstellen und dazu brauchen wir ja die Teile und dazu brauchen wir geschmolzenes Gold. Kupfer haben wir genug, aber geschmolzenes Gold nicht so viel gehabt und jetzt haben wir hier Millionen. Und was ich in diesem Zuge festgestellt habe, was wir nämlich brauchen dafür, ist Sodiumcyanid. Und das mache ich hier unten. Dazu brauchen wir die grünen Katalysatoren. Und dann kann man hier mit dem Ammoniagas und Sodium Sodiumcyanid machen. Sodium stelle ich hier her. Das wird aus den Sodiumhydroxid Kapseln und den Elektrolyser-Elektronen gemacht und die sind wie diese Filterrahmen, die müssen hier wieder gesäubert werden mit Purified Water und dann kriegt man hier Sodium raus. So, was ich jetzt genau festgestellt habe, genau, mit dem Ammoniagas, weil mein Problem, das Problem war ja immer, dass ich zu wenig Nitrit-Acid hatte, weil das Nitrit Acid, ich dachte, da braucht man unbedingt Sodiumnitrat für, ja, aber man kann das auch machen aus Nitrogendioxidgas und das Nitrogendioxidgas kann man aus Nitrogenmonoxidgas machen und das Nitrogenmonoxidgas machen wir aus Ammoniagas und Oxygengas. Das heißt, wir haben jetzt hier massig Nitrit-Acid und deswegen habe ich auch hier dieses Teil hier gebaut, weil ich möchte gerne da irgendwo ein Tank haben von dem Zeug. Mal gucken, wo haben wir denn hier noch Platz? Hier unten können wir das irgendwo hier hinbauen, so dass wir es einfach da haben. So, Nitrit Acid. Und wie ihr seht, ich habe jetzt hier eine Maschine. Da haben wir so viel Nitrit Acid, dass wir es gar nicht wegkriegen. Nitrogendioxidgas, das kommt von hier drüben, oder? Ja, das musste ich hier ein bisschen rumlegen, ist ein bisschen blöd. Aber das kommt von hier hinten. Hier sehen wir, das läuft hier lang, hier lang, hier lang. Also das kommt von hier. Und das Nitrit Monoxidgas kommt von hier. Ne? Hier sind die grünen Filterrahmen. Ja, wenn ich gewusst hätte, dass es so einfach ist, hätte ich das doch schon viel früher gemacht. Ne? Aber ich wusste es natürlich nicht, dass es so einfach ist. So, weiß nicht, warum ich das immer übersehen habe. Ich habe immer nach dem Nitrit Waste Water geguckt, wo wir das herstellen können und nicht nach dem Acid direkt. Und das war, glaube ich, der Fehler. So, wir holen uns hier noch ein paar hiervon. Die brauchen wir ja sowieso immer wieder. Und wenn wir gerade hier sind, holen wir uns auch noch Dings hier, Fließbänder. Weil, also ich will jetzt erstmal da unten da einen Nitrit-Acid-Tank machen. Und dann bauen wir nämlich noch ein Leaching-Plant, dass wir nochmal die doppelte Menge haben an den roten Kristallteilen, weil an denen liegt es nämlich immer. Also so ein Teil hier bitte. An denen liegt es nämlich, dass hier zu wenig Gold und zu wenig Kobalt und so weiter ankommt. Und da baue ich doch hier noch irgendwo eins hin. Hiervon haben wir genug da. Ne? Aber da baue ich trotzdem. Wobei, wenn das hier voll ist. Baue ich da noch eins hin? Egal, wir bauen jetzt erstmal auf jeden Fall so ein
so ein Dings hier. Mal gucken, komme ich hier durch? Nee, natürlich nicht. Komme ich hier durch? Ja, könnte klappen. Also so. Oh, fast ganz runter. Da nicht. Okay, wir brauchen noch ein paar hiervon. Nur drei. Ich glaube, genau drei reichen. So. Da sind wir. Und dann gehen wir hier hin. Hier hin. Und dann hier rüber. So, und dann haben wir nämlich wirklich das Nitrit-Acid-Problem gelöst. So, dann kann das hier volllaufen. Ach, wenn ich das gewusst hätte. So, und sobald dann hier die Roten voll sind, die das Titanium machen, kommt ja hier die doppelte Menge hier rüber. Das ist dann schon besser. Die laufen auch voll. Also das funktioniert. Dass die endlich hier genug Rote haben. Verrückt. So, jetzt kommt, läuft der hier richtig. Schaut mal, wie viel da kommt. Und der braucht ja immer nur 20. Naja, okay. Und ihr seht, die Covarex-Anreicherung ist auch schon ein Stück fortgeschritten. So. Dann habe ich noch ein paar Kleinigkeiten gemacht. Oben zum Beispiel die Stromversorgung noch ein bisschen erweitert, weil der Strom nicht ausgereicht hat. Wir sind jetzt hier bei knapp 200 Megawatt und 190 brauchen wir manchmal in Spitzen und das hat nicht ausgereicht. So, aber was ich jetzt heute angehen möchte mit euch zusammen und deswegen wollte ich das auch nicht offscreen machen. Erstmal gucken wir bei den Alien-Artefakten, ob da jetzt genug sind, um unser Laboratorium zu bauen, nämlich das hier. Gucken wir mal. Guck mal, die ersten, das Gelbe ist schon voll, oder was ist, das sah nur so aus. Also, wir brauchen dafür 10 davon, das dürfte kein Problem sein, da haben wir auf jeden Fall genug. Wir brauchen 5 Orange und 5 Blaue. Oh, 2 Orange, ne? Und 14 Blaue, also die Orangen, die wollen irgendwie nicht. Okay, es liegt an der, an dem Crystal Seedling, da kommt nichts mehr. Da müssen wir mal gucken, warum da nichts kommt. Da kommt, ab und zu kommt doch da was. Sieht man doch. Langsam, ja, langsam, aber sicher. Aber anscheinend bei dem Orangen kommt da nichts an. Komisch. Ja, da kommt sehr langsam. Ich will mal gucken, ob das an dem Crystal Seedling liegt oder an den Crystal Slurry. Weil... Ja, mal schauen. Ach ja, übrigens, hier habe ich dann auch noch das verbessert mit dem Silber. Also hier auch für das Silbererz habe ich was erforscht gehabt. Und auch hier brauchte man dieses Sodiumcyanid. Und dadurch haben wir jetzt hier mehr Silber aus dem Erz. Genau. So, jetzt müssen wir mal oben gucken. Crystal Slurry. Und ihr seht auch, hier kommt jetzt einfach mehr Erz an. Also das sieht auf jeden Fall besser aus. Finde ich. So. Was ist denn hier angekommen? 2 von den Teilen. Und hier kommt gar kein Holz mehr. Oh, oh, das ist kein gutes Zeichen. Wir gucken mal, warum wieder kein Holz hier ist. Also eigentlich auf dem Weg schauen wir mal eben noch bei dem Crystal Seedling vorbei. Bei dem Crystal Slugi meine ich eher. Ist es denn? Ja. Aha. Das ist auch wieder zu wenig. Ich nehme an, dass drüben bei unseren Gemüsefarmen die voll sind. Und wir da ein bisschen ausdünsten müssen. Aber hier... Was ist hier das Problem? Die laufen eigentlich alle
Ich glaube, wir verbrauchen zu viel, davon, dass es noch nicht voll genug ist. Hier oben habe ich, genau, hier oben habe ich auch nochmal Kohle hingemacht, damit da mehr Kohle ankommt, damit wir hier mehr verbrennen können. Was kommt hier? Kein Holz durch. Das hier habe ich noch nicht wieder angeschmissen, also den zweiten Dings, weil hier unten, also den zweiten Dings, das zweite Holzverarbeitungsprogramm, weil hier unten, hier fehlt einfach der Crystal Dust und da müssen wir jetzt mal gucken, bei dem Crystal Dust, warum da so wenig Slurry ist. Crystal Slurry. Das ist suspekt. Und ich vermute, dass die Gemüseteile links vollgelaufen sind und dass deswegen hier kaum noch Crystal ankommt. So, hier, genau. Hier ist nämlich Stillstand. Hier muss man dann echt ab und zu mal die Teile hier wegnehmen. Und da ist die Frage, das ist hier drüben auch Stillstand, ne? Also ziemlich. Also hiervon wirklich mal ganz viele wegnehmen, so. Bei den anderen ist noch nicht so schlimm, aber bei dem auch. So. Was kann ich denn da nochmal machen mit dem Nil-Aubergine-Seed? Nil? Ne, sagen wir mal. Nil? Auber? Ne, gucken wir mal bei Seed. Was kann ich denn mit dem noch machen, ne? Ich kann nur das machen und ich kann Kompost machen, ne? Ich kann sie kompostieren. So, und auch oben müssen wir schauen. Da müssen hier, brauchen wir auf jeden Fall nochmal drei Pressen, aber wir haben ja viel zu viel von dem Raw Vegetable Oil. Wir müssten hier das viel mehr verbrauchen. Das Problem ist aber, Nutrient Pulp. So, warum? Ja, das Problem ist genau das. Wir haben zu viel Full Oil. Zu viel von dem Öl. Und hier oben kriegen wir das nicht weg. So schnell. Da fehlt uns das. Ah, da fehlt uns alles Mögliche. Wir können es direkt hier verbraten. Das macht er auch. Aber wir könnten auch einfach einen wie heißen die, Verbrennungsheizkessel nehmen, ne? Blöd Burning Boiler. Könnten wir mal probieren. Wärmetauscher braucht man nicht. Der müsste doch einfach auch das Zeug verbrennen. Geh mal hier durch und hol mir da mal ein bisschen. Ach, hier kommst du wieder nicht durch. Hol mir da mal. Ich schick mal die hier auf jeden Fall in die. In die Komposterei sozusagen. Unten. Ja, hier bitte kompostieren. So hart wie es ist, aber das muss weg. Hier. So. Fluid Burning Boiler. Oil Boiler. Was ist das? Verbraucht Wasser, verbraucht Flüssigkeit, erzeugt Dampf. Ist genau dasselbe. 90 gibt da raus mit 315 Grad und der 165 Grad nur. Maximal verbraucht 2,7 Megawatt. Der verbraucht mehr, aber macht halt die doppelte Menge an Temperatur. Ich gucke jetzt erstmal, was der kann.
Fluid Burning Generator. Das wäre halt auch noch was. Der hat 1,8 Megawatt. Kurz mal gucken. Wir haben hier noch den Fluid Burning Boiler 2. Fluid Burning Generator 2. 2,7 Megawatt. Na, hat er so viel wie die Dampfmaschine 3. Das ist ja eigentlich nicht. Das ist eigentlich nicht schlecht. Das ist eigentlich nicht schlecht. Nee, der war's nicht. Der war's nicht. Was macht das? Steel Furnace, the Burner Heat Source burns fuel items to generate heat. Ah ja, okay. Der erzeugt Wärme. Brauchen wir jetzt gerade nicht. So, Heizkessel. Wo war das denn jetzt? Hier oben. Fluid Burning Boiler. Hier. So, dich tun wir mal kurz bauen. Aber wir brauchen da sowieso den hier. Das heißt Bronze. Aber nichtsdestotrotz, jetzt nehmen wir mal den einen, der erzeugt ja Dampf und Dampf brauchen wir ja hier. Und da gucken wir mal, ob das hier können wir ja da bestimmt anschließen. Wo ist er? Hier. Der braucht Wasser. Und dann braucht er da. Muss ich mal gucken. Also der braucht hier Wasser. Und dann. Also so. Ja, jetzt läuft der und erzeugt Dampf. Okay. Natürlich super praktisch. Genau, der verbraucht wenigstens ein bisschen davon. Und der andere, die Generator, die können wir einfach hier hinstellen, ne? Also wir brauchen für die Teile Bronze. Bronze, das haben wir hier ganz unten irgendwo. Ich glaube, das tun wir gar nicht verbrauchen. Tja, das holen wir uns mal. Das ist echt das Problem, dass wir da zu wenig Crystal haben. Eigentlich könnten wir da nochmal so eine Reihe bauen. Das mache ich auch mal, glaube ich, offscreen. Da müsst ihr ja nicht immer zugucken, wenn ich dieselben Sachen nochmal baue. Oder wollt ihr das unbedingt? Ich glaube, es ist gar nicht schlecht, wenn ich so ein bisschen immer offscreen mache und euch dann einfach kurz zeige, was ich gemacht habe, oder? Und dann tun wir so wichtige Dinge. Gut, das ist jetzt auch nicht so eine wichtige Sache, aber irgendwie schon. Komm, wir bauen gleich mal zwei. Dann einfach zusammen machen. So, hier ist ja echt wichtig, dass wir diese. Guck mal, wie schön das voll geht. Nitrit Acid. Perfekt. Hier ist ja jetzt echt wichtig, dass wir das irgendwie verbrauchen. Weil wenn wir das nicht verbrauchen, dann werden die Sachen auch nicht. Dann fließt das nicht, ne? Die Pressen könnte ich auch noch brauchen. Weil der hier hinten, der schafft es gar nicht, das alles wegzupressen. Aber wir brauchen halt erstmal. Was? Irgendwas ist voll. Ach Mist. Kann ich hier irgendwas ausleeren? Habe ich nicht auch Sand hier rumfahren gehabt? Guck mal hier, Sand. Kann man wegmachen. So, jetzt haben wir die Sachen und jetzt kann ich auch den. Das nächste nicht einfügen. Die Presse. Die Presse, die will ich ja hier hinbauen. Jetzt machen wir mal kurz hier. Casting-Maschinen hin, damit die Presse gebaut werden kann. Ja, die wollen wir hier hinbauen. So, mach mal schnell. Komm. So. Bitteschön, einmal Presse, einmal hier rüber. Kann ich die auch wieder mitnehmen. So. Und jetzt diese Fluid Burning Generator. Das ist natürlich praktisch. Machen wir aber auch da oben hin. So, damit hier das Zeug irgendwie. Oder wir machen es hier auf die Seite. Nee, ich will es eigentlich hier oben hin haben. Hier oben ist schön. So, zeig mal her, wie sehen die denn aus? Okay, da kommt das. Überall kommt da was rein. So, mal gucken. Da muss man jetzt einfach nur
was anschließen. Sehe ich das richtig? Und dann fließt das auch hier durch, oder? Kann ich da einfach einen nebendran machen oder hinten dran? Let's have a look. Ja, die laufen. Machen 1,8 Megawatt. Seht ihr, es war schon wieder knapp daneben. Das ist natürlich mega praktisch. Die verbrauchen 1,8 pro Sekunde von 60 Sekunden. Hä? 1,8 Liter oder was? Das ist ja mega wenig. Und pro Sekunde. Naja. Trotzdem ist das ausreichend dass das Ding hier immer noch massig voll ist. Und wir sehen jetzt wieder gerade wieder hier oben, ne? Hier, ihr seht, das steigt, umso mehr die zu tun haben. So, und wir könnten auf jeden Fall noch mehr hinbauen. Aber ich glaube, wir warten. Oder warten wir nicht? Nee, komm, wir bauen da noch ein paar. Ich glaube, das ist nicht schlecht bis als Überbrückung, bis wir die Atomkraft haben. Und das geht noch eine Weile. So, hier ist wichtig, dass hier immer genug da ist. Hier ist nicht genug da. Ja, 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 da ist nicht genug da. Aber wir können ja nochmal zwei von denen bauen. Achso, was brauche ich da nochmal? Jetzt habe ich schon wieder vergessen, ne? Dat und dat. Okay, dat gibt's hier irgendwo. Ja, aber es kommt kein Holz. Zumindest kam kein Holz. Deswegen haben wir hier nicht genug davon. Und es kommt immer noch kein Holz, ne? Moment mal. Ich muss mir das nochmal angucken mit dem Holz. Also es müsste mehr Holz kommen. Damit mehr Holz kommt, wäre es super, wenn wir hier die auf 2 ziehen. Also hier die Zweier, die besseren Sägeblätter haben. Dazu brauchen wir aber diese Splinter. Und die, ich meine, da sind jetzt ein paar da, aber nicht so viel, wie ich gerne da hätte. Das hier ist auch einfach nur voll, ne? Ja. Kann ich das nicht irgendwie da irgendwo draufhauen, dass das auch mit runterfährt? Oh Gott, das wäre ein ewiger Weg. Irgendwie nicht. Irgendwie läuft wieder gerade gar nichts hier. Kein Glas kommt. Was soll denn das? Kein Kupfer. Ihr Glas ist voll. Aber... Ach, das ist auch voll. Das ist natürlich doof. Aber Glas können wir doch auch noch anders machen, oder? Einfacher. Einfach mit geschmolzenem Glas und der Casting-Maschine. Casting-Maschine hatte ich doch hier rumfahren. Und da ist geschmolzenes Glas. Und da soll das Glas drauf. So, komm. Da machen wir gar nicht lang rum. Du gehst hier drauf und du legst das... Wo legt er das denn hin? Wo legt das denn hin? Ist das egal? Ich glaub schon, oder? Mach so und mach so. So, auch wenn es ein bisschen länger geht, aber... Nee, warte, du musst das, darfst das natürlich nicht dahin legen, sondern... Scheiße. Hier. Hat er da hier Glas draufgelegt, ne? Da kommt's. Nochmal, glaube ich. Da.
Danke. Das wollte ich natürlich nicht. Hier. Ich meine, das geht jetzt nicht schnell. Aber warte mal, der legt es da hinten hin. Dann legt das auch mal dahin. Ich weiß nämlich nicht genau, ob das irgendwas ausmacht. Auf welcher Seite das ist. Nee, macht nichts aus. Okay. Ich hatte mir für diese Folge schon wieder komplett was anderes vorgenommen. Aber es ist immer dasselbe, ne? Immer dasselbe. So, guck mal, die anderen, die Wissenschaftspakete für Produktion, die kommen auch gar nicht mehr. Warum? Wo hapert's? An den Teilen. Und warum kommen die nicht mehr? Weil keine roten mehr kommen. Warum kommen keine roten mehr? Keine grünen mehr kommen. Und warum kommen keine grünen mehr? Ja, weil kein Holz mehr kommt. Also weil keine Boards mehr kommen. Es hängt alles am Holz. Das heißt, wir müssen wieder hier hoch und das Holz irgendwie beschleunigen. Beziehungsweise irgendwie mal diese Splinter, dass die die ganze Zeit kommen. Ne? Also das hier. Dazu brauchen wir Crystal Seed. Oh Gott. Und da brauchen wir Crystal Dust. Also. Okay. Es läuft alles auf diese blöden Farmen daraus. Und ich glaube, wir müssen da einfach noch mehr farmen. Farmen. Okay, da brauchen wir auch von denen. Das ist ja voll doof. Okay, von denen nicht, sondern von den anderen, tolleren. Von denen hier. Und zwar nicht zu wenig. Mache ich dich mal kurz weg. Genau. Ich weiß nicht, ob ich nochmal 7 hatte ich da, aber ich würde mal nur 5 oder so machen. So, und wir brauchen noch Stahl und Eisen. Und ja, das hat keinen Sinn. Ich muss erst die Kristallproduktion in Gang bringen, um das alles wieder in Gang zu bringen. Sonst ja, hilft es uns einfach nichts. Ja, guck mal, das Zeug, mal kurz mal schauen. Hier habe ich doch auch noch sowas drin. 11 Stück. BIA. So. Achso, ist voll. Entschuldigung. Gold, das da. Hier hätten wir Crystal Dust. Können wir mal kurz hochgehen. So, 1. Tatsächlich brauchen wir da ja diese Dinger. So, pass mal auf. Hier. Tatsächlich brauchen wir da diese Dinger. Ah, schau mal, da sind gerade viele. So. Steine und Bricks. Ja. Ich baue da jetzt noch 2, 3 von. Und dann würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, mache ich das wieder offscreen. Und ihr könnt das euch dann anschauen, wenn es fertig ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ne? Ja, ich sage mal, Leute, macht's gut. Bis dann.